Yeshi! Hallo Dzień dobry und willkommen zu einem neuen Part von Mass Effect. Beim letzten Mal haben wir uns durch diesen Raumhafen hier gekämpft. Wir haben Saren gesehen, den Verräter, der quasi, ja, Nihilus auf dem Gewissen hat. Und wir haben zum Glück endlich den Sender erreicht. Und ja, das ist auch heute unser Ziel, den Sender hier anzusprechen, uns anzuschauen, was dann passiert und das weitere Spiel zu verfolgen. Gut, seid gespannt, los geht's. Normandy, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bietet sofortige Tatsächliche Abholung. Tatsächliche funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Shepard! Nein! Fassen Sie ihn nicht an! Es ist zu gefährlich! Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Eliminiert werden. Doktor? Dr. Chuck, was? Ich glaube, dass er aufwacht. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Ja, wie fühle ich mich denn nach dieser Tortur? Ja genau, ich frage erstmal, was passiert ist. Vielleicht kriege ich neue Infos. Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Nein, ist natürlich nicht Ihre Schuld. Sie konnten nicht wissen, was geschehen würde. Wir wissen noch gar nicht, was es ausgelöst hat. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten sie zurücktragen. Warum kein Krankenhaus? Haben Sie nicht daran gedacht, dass es auf Eden Prime auch Krankenhäuser gibt? Auf dieser Krankenstation sind Sie besser aufgehoben als in jedem Krankenhaus auf Eden Prime. Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Interessant. Naja, ich glaube, genau, das wollte ich gerade sagen. Kein Traum, sondern es war eine Vision. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard,
Ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? So, mache ich mir Vorwürfe wegen Jenkins? Nein, das ist Quatsch. Williams und diese Geht werden dafür büßen. Na, ich entwarne ihn mal und sage mal, mir geht es gut. Ich werde leben. Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geht greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. So. Genau, ich habe nichts zu verbergen. Ich habe ja eigentlich alles richtig gemacht. Das wäre natürlich die fiese Antwort, die nehmen wir mal nicht. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, Captain. Und ich hoffe, der Rat sieht das auch so. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geht kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen. Ja, warum eigentlich? Was ist überhaupt los mit diesem Vogel? Warum hasst er die Menschen? Er denkt, dass unser Volk zu schnell expandiert und die Galaxie übernehmen will. Viele Außerirdische denken so. Aber die meisten belassen es bei diesen Gedanken. Offensichtlich scheint Saren mit den Geht zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Saren gesucht hat? Naja, die Vision. Ich weiß nicht, ob das etwas mit Sarens, ja, Zielen zu tun hat. Ich sag mal, ich bin mir nicht sicher. Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Er sagt trotzdem Vision. Was ist das denn? Eine Vision? Was für eine Vision? Eine Art Warnung, Krieg, unser aller Tod. Ja, super Auswahl. Dann würde ich doch sagen, Warnung, ja. Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Ja, was werden wir denn dem Rat erzählen? Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Saren. Aber ich kenne Saren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geht. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Dann werde ich ihn aufhalten. Easy. Den Typen mache ich kalt. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spekter. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Ja, gut, einfach nur zustimmen. Und ob der Rat uns helfen wird, gute Frage, ich weiß es nicht, aber entlarven können wir ihn auf jeden Fall. Wir werden beweisen, dass Saren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spekter entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. Gut, ich denke, das weiß der Joker auch von alleine, dass er eventuell im Dock landen sollte und nicht mitten in der Stadt. Ja, dann suchen wir den Herrn doch mal. Aha. Oh, was haben wir hier denn Schönes? Medigel. Okay. Hey, Commander. Hi. Ach, das ist Ashley, genau. Jetzt können wir Ashley mal betrachten, wie sie denn ohne Helm aussieht. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nachdem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Ja, wir bedauern das jetzt mal. Jenkins war ein guter Kamerad und ein wichtiges Crewmitglied. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig dabei. Wenn Jenkins noch am Leben wäre, wäre ich nicht hier. Was, Sie haben es sich verdient? Okay. Ja, nehmen wir das mal. Sie sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Ich bin froh, Sie an Bord der Normandy zu haben. Danke, Commander. Ich weiß das zu würdigen.
Wie geht es dir? Und auf einmal duzen wir sie. Nice. Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn sie nicht aufgetaucht wären. Ist die Mission gescheitert? Naja, gut, der Sender ist explodiert. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Aber wir loben. Ohne sie hätten wir es nicht geschafft, Williams. Danke, Commander. Ich war mir meiner Sache nicht ganz sicher, als ich auf die Normandie versetzt wurde. Es tut gut zu hören, dass man willkommen ist. Herzlich willkommen. Sie werden sich hier sicher gut einfügen, Williams. Danke, Commander. Ja. Nee, die ist echt eine große Hilfe. Wirklich gar nicht schlecht. Oh, die Ärztin. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Persönliche Frage. Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen. Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Naja, ich denke nicht, dass sie es bedauert, aber wir fragen trotzdem mal. Haben Sie schon einmal an Ihrer Entscheidung gezweifelt? Manchmal überlege ich, eine private Praxis auf der Erde aufzumachen oder eine Stelle in einem neuen Medicenter auf den Kolonien anzunehmen. Aber die Arbeit mit Soldaten ist etwas Besonderes. Wenn ich die Allianz jetzt verlassen würde, käme ich mir vor wie eine Deserteurin. Aha. Gut, wisst ihr was? Ich glaube, das ist wirklich etwas zu viel Info. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Also wir müssen vielleicht nicht jeden Hans-Franz, der hier rumsteht, ansprechen. Und alles erfragen. Sonst wird das wirklich sehr, sehr langatmig hier. Genau, deswegen versuche ich direkt mal den Joker zu finden. Also alles, was wichtig ist, werden wir auch so mitbekommen, hundertprozentig. Okay, hier ist... Ja... Ah ja, jetzt weiß ich auch, wo ich bin. So, und da vorne sollte er sitzen, der liebe Joker. Ja, da ist er. Hi. Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Was für ein gigantisches Schiff! Die Ascension, das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz-Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz-Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter.
Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat, aber nicht vorher. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Tja, ist aber so. Kann man sich nicht immer aussuchen. Ja, genau, er ist sehr gefährlich. Saren ist eine Bedrohung für alle menschlichen Kolonien. Man muss ihn stoppen. Der Rat muss auf uns hören. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, Sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadellturm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man Sie durchlässt. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Ja, nicht sehr sympathisch, das ist richtig. Genau, hier kann man übrigens den Helm auf- und absetzen. Konnte man natürlich auch schon vorher machen. Aber, ja, ne, draußen, safety first, sollte man immer einen Helm aufhaben. Hier brauchen wir das nicht. Okay, ja, hier sehen wir einen der sehr, sehr, sehr schönen Orte in diesem Spiel. Diese Stadt ist wirklich riesig, sehr schön designt. Guckt euch das an, auch die Detailreichheit, dieser Himmel, die fliegenden Schiffe über uns. Also wirklich super, diese Stadt. Ja. Gut, und hier werden wir uns dann ja Richtung Zitadellturm bewegen, wie es uns aufgetragen wurde. Mhm. Oh, ab in den Keller. So, hier. Moment. Genau, das ist die Stadtführerin, die kann man so einiges fragen. Ich zeige euch das mal. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Are you real? Sind Sie eine Person oder ein Programm? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadell-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Das ist cool. Dann mal los. Sie stehen im Präsidium Tourismus Terminal 1. Auf der anderen Seite der Lobby sind die Botschaften der verschiedenen Zitadell-Spezies und das Hauptquartier des Zitadell-Sicherheitsdienstes. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadell-Turm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Du bist von interstellarer Bedeutung. Spectres, erzähl mal was. Wissen Sie etwas über Spectres? Der Begriff Spectre leitet sich von der Ratsabteilung Special Tactics and Reconnaissance ab. Jeder Spectre wird vom Rat auserwählt. Ihre Primärrolle ist es, die Stabilität in der Galaxis zu bewahren und Situationen zu klären, in denen die normalen politischen Kanäle versagt haben. In dieser Rolle erhalten sie extraterritoriale Rechte und Vollmachten. Spectres unterstehen keinem Gesetz und keiner Autorität außer dem Rat. Interessant, haben wir wieder was gelernt. Gut zu wissen. Ja. Doch, der Zitadellrat, das frage ich noch. Was können Sie mir über den Zitadellrat sagen? Der Rat bestand ursprünglich aus Repräsentanten der Asari und Salarianer, der beiden dominanten Spezies im Zitadellraum. Vor etwa 1304 Standardjahren nahm man die Turianer aufgrund der Rolle, die sie bei der Kroganischen Revolution gespielt hatten, in den Rat auf. Seitdem bemühen sich diese drei Ratsspezies um das friedliche Zusammenleben der Völker der galaktischen Gemeinschaft unter Erhaltung der Souveränität der einzelnen Völker. Ja, ich glaube, so genau funktioniert das wahrscheinlich nicht. So einfach kann es doch nicht sein. Irgendwo muss es Probleme geben.
Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Wie praktisch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Citadel. Ja, sehr freundlich. Gut, jetzt wissen wir auch etwas über den Rat. Oh, guckt euch das an. Wunderschön. Gut, genau. Was habe ich weiterhin vor? Ich möchte tatsächlich mit so vielen Personen wie möglich sprechen, aber damit es eben nicht zu langatmig wird, werde ich wirklich nur die interessanten Dinge reinschneiden oder, ja, euch zeigen. Oder witzige Dinge, irgendwas Unterhaltsames auf jeden Fall. Aber man kann hier fast mit jeder Person sprechen. Es ist super viel Information. Ich könnte partweise nur in dieser Stadt jetzt alle Gespräche aufnehmen. Möchte, glaube ich, keiner. Deshalb, ja, werde ich das etwas selektieren. Gut, dann ist unser Ziel auf jeden Fall der Zitadellturm. Höchste Etage, wenn ich mich recht erinnere. Da werde ich auch gleich hingehen. Aber das sehen wir dann im nächsten Part. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Weiterhin fleißig. Lajkovac, Kommentovac, vielen lieben Dank. Und ja, Dovid Sänger heißt auf Wiedersehen. Ciao, ciao.